Guten Morgen. Nächste Woche ist Transfertag. Transfertag. Lieben und willkommen zu diesem neuen Kinderwunsch-Update. Heute etwas chaotisch, mitten im Umzug quasi, habe ich mir jetzt gerade einfach mal kurz Zeit dafür genommen. Ich hoffe, ich schaffe das jetzt, bevor Julian und sein Bruder mit der Kühlgefrierkombi rüberkommen. Ich wollte eigentlich schon viel früher eins machen, ein Update, aber ja, irgendwie ist das so ein bisschen untergegangen und das Ganze mit dem Kinderwunsch lief jetzt eher beiläufig, weil wir halt wirklich schon die ganze Woche, nur mit dem Umzug beschäftigt sind, Möbel aufbauen, drüben abbauen, hier wieder aufbauen, IKEA und was weiß ich was alles, einräumen, ausräumen, wie Umzüge dann halt so sind. Und ich bin jetzt heute Zyklus Tag 10, nehme seit Zyklus Tag 2 jetzt wieder Probinova, dreimal am Tag, morgens, mittags und abends. Hatte gestern einen Ultraschalltermin in der Kinderwunschklinik und ja, die Gebärmutter. Wow, da ist doch gerade einfach die Küchenschublade umgekippt, die ich an die Wand angelehnt hatte. Vielleicht sind die Katzen auch einfach dagegen gelaufen, ich weiß es nicht. Ich hatte gestern an Zyklustag 9 meinen Ultraschall und da sagte die Ärztin auch, es wäre eigentlich alles ganz gut. Die Gebärmutterschleimhaut war, glaube ich, bei 7. oder 7,4 Millimetern und sie sagte dann aber auch direkt, ja, dann warten wir noch ein paar Tage. Ich soll jetzt morgen Abend anfangen, die Zyklogest zu nehmen, morgen Abend eine und dann halt ab Montag jeweils eine morgens und eine abends. Und am Mittwoch sollen die Eizellen aufgetaut werden, sodass wir dann am Freitag den Transfer machen können. Das Einzige, was mir gerade tatsächlich ziemlich Sorgen bereitet, ist, dass ich seit gestern Abend wieder extreme Zwischenblutungen oder Schmierblutungen habe. Und zwar richtig helles Blut. Das hatte ich schon mal einen Transfer. Und als ich dann danach zum Ultraschall gegangen bin, hatte ich schon mal in einem Kryozyklus und als ich danach dann zum Ultraschall gegangen bin, war die Schleimhaut halt schon relativ abgeflacht und den Zyklus haben wir dann abgebrochen und den Transfer haben wir dann gecancelt. Ja, ich hatte gehofft, dass es wirklich nur leichte Schmierblutungen sind, aber auch heute Morgen oder jetzt, ja, auch bis Mittag auf jeden Fall, war es schon noch gut zu sehen, als ich auf Toilette gegangen bin am Klopapier. Und ich weiß, dass meine Ärztin morgen nicht in der Klinik ist, aber ich werde definitiv am Montag in der Klinik anrufen und darum bitten, dass man mich mal zurückruft. Vielleicht kann auch eine andere Ärztin zurückrufen, mir da irgendwie jetzt helfen, weil also ich denke, es wäre sinnvoll, definitiv noch einen Ultraschall zu machen, weil gerade jetzt mit den Blutungen, das kann ja nicht normal sein. Die dürfen eigentlich so nicht auftreten, weil die Schleimhaut soll sich ja aufbauen und nicht abbauen. Die besten Gegebenheiten einfach da sind, damit der Embryo sich einnisten kann. Und ja, also ich denke ganz ehrlich, dass wir den Zyklus abbrechen werden. Ich habe aber jetzt auch in einer meiner Kinderwunschgruppen von einem Mädel da gehört, sie hatte auch Schmierblutungen gehabt, allerdings nicht an Zyklustag 9, sondern an Zyklustag 6 oder 7 und wohl auch nur leicht. Und dann hat sie mit der Ärztin gesprochen und sollte das Progynova erhöhen, nicht nur drei am Tag, sondern sie hat dann irgendwie morgens zwei und abends zwei genommen und mittags eine, also insgesamt 5 Stück. Die Medikation kann ich jetzt natürlich nicht eigenständig einfach abändern und erhöhen, das wäre ja fatal. Bin ja keine Ärztin und ich vertraue meiner Ärztin da ja auch, nur es ist halt doof,
Das ist jetzt wieder am Wochenende passiert. Das ist den einen Zyklus, wo ich das auch hatte. Das ist auch am Wochenende passiert, sodass ich jetzt halt nicht anrufen kann. Ich muss jetzt morgen Abend nach dem Plan gehen und die Zyklogest anfangen und dann am Montag eben versuchen, in der Klinik jemanden zu erreichen, der mir Auskunft geben kann. Und dann würde ich gerne am liebsten Montag oder Dienstag auch nochmal zum Ultraschall in die Klinik, dass geschaut werden kann, weil Mittwoch sollen die Eizellen aufgetaut werden und es wäre ja, ja mehr als bescheiden, wenn die aufgetaut werden und meine Schleimhaut absolut flach ist, denn ist nicht nur verschwendetes Geld, sondern auch verschwendete Mühe, verschwendete Eizellen, verschwendetes Sperma. Das ist ja. Es sind ja unsere letzten zwei Eizellen und wenn dieser Versuch auch scheitert, müssen wir eine neue ICSI machen. Und von daher möchte ich dann natürlich jetzt nichts aufs Spiel setzen und kein Risiko eingehen, um da irgendwie, ja, wenn nicht alles passt, den Transfer trotzdem stattfinden zu lassen. Das wäre absolut unvernünftig. Ja, genau. So ist der Stand der Dinge. Also Termin für den Transfer steht. Allerdings glaube ich nicht, dass er stattfinden wird. Und ich hoffe, dass ich irgendwie vorher noch eine Info bekomme und das nicht dann erst nach dem Auftauen heißt, ja, der Transfer kann nicht stattfinden, denn dann werden die Eizellen hinüber. Die kann man dann nicht nochmal einfrieren, außer wir würden eine Kultur machen. Aber ganz ehrlich, für zwei Eizellen lohnt es sich nicht, den Preis einer Kultur in Kauf zu nehmen. Das macht man eigentlich eher mit mehreren, denn man zahlt ja einen pauschalen Preis dafür. Und nicht pro Eizelle. Und ja, nee, das würde ich auch einfach nicht wollen. Da haben wir schlechte Erfahrungen mitgemacht. Unsere vier Eizellen am Anfang im ersten Kryozyklus haben es ja alle nicht zur Blasto geschafft. Deswegen ist es jetzt so. Oh, ich sehe gerade, die Jungs kommen mit der Kühlgefrierkombi rüber. Ich muss jetzt Schluss machen. Ich melde mich, wenn es was Neues gibt. Und ja, freue mich, von euch wieder was zu hören. Einen wunderschönen guten Morgen. Ich sehe gerade, dass ich aussehe wie ein Zombie. Ich glaube, ich habe irgendeine Allergie oder so. Ich bin hier, ist alles rot am Auge. Gut, ich wollte euch gerne updaten, was die Kinderwunschbehandlung angeht. Ich hatte mich ja schon am Samstag gemeldet, als wir noch mit Umzug und allem dran waren. Heute ist mittlerweile Montag und ich hatte jetzt leider tatsächlich übers Wochenende relativ starke Blutungen und auch richtig tiefrotes Blut gehabt. Einen Tag hatte ich sogar so starke Blutungen, dass ich ein OB benutzen musste. Also für mich, wenn man mich jetzt fragen würde, sind das keine normalen Zwischenblutungen mehr, sondern das ging schon von der Intensität her Richtung Periode. Und natürlich, übers Wochenende konnte ich niemanden in der Klinik erreichen, also musste ich warten bis heute. Und ich habe echt ein ungutes Gefühl schon die ganze Zeit gehabt. Und jetzt habe ich in der Klinik angerufen und habe halt darum gebeten, dass man mich mal zurückruft, beziehungsweise dass die Ärztin mich mal zurückruft, nur dass diese halt montags nicht da ist. Ist das Problem jetzt gewesen? Ich habe dann gefragt, ob mich dann vielleicht eine andere Ärztin zurückrufen kann. Dann fragte die, ich weiß nicht genau, wie nennt man die denn? Sprechstundenhilfe, Arzthelferin. Na, die Mädels, die da halt arbeiten und ohne die der Laden nicht laufen würde. Die fragte mich dann, was denn los sei. Und dann habe ich das kurz erklärt und dass ja auch am Mittwoch schon die Eizellen aufgetaut werden sollen und so weiter. Und dass ich jetzt gerade echt ein ungutes Gefühl habe, gerade weil wir das ja schon mal hatten und da halt die Gebärmutterschleimhaut so abgeflacht war, dass der Transfer abgesagt werden musste. Und diesmal waren die Blutungen noch stärker gewesen. Ja, sie sagte dann, sie setzt mich auf die Rückrufliste von einer anderen Ärztin einfach, damit ich halt heute mal fachmännischen Rat bekomme und das besprechen kann. Und ich habe jetzt gerade eben den Rückruf bekommen von, naja, von einer der Mädels, die da arbeiten. Und sie sagte dann, sie hätte wohl mit einer Ärztin Rücksprache gehalten und ich sollte jetzt morgen mal zum Ultraschall kommen. Morgen ist auch meine Ärztin wieder da, also bin ich dann bei ihr zum Ultraschall. Und dann wollte sie mal gucken,
und mit mir dann besprechen, ob der Transfer dann wie geplant stattfinden kann. Die Medikamente soll ich alle ganz normal weiternehmen. Also ich, ganz ehrlich, ich denke nicht, dass der Transfer stattfinden kann. Ich bin jetzt, klar, muss man nachschauen und gucken, aber eigentlich aus meiner Sicht ist dieser Ultraschalltermin ein bisschen, ja, überflüssig, zumindest was jetzt die Planung mit dem Transfer angeht. Vielleicht will sie den auch machen, um zu gucken, ob das Blut von woanders kommt, ob ich, keine Ahnung, irgendeine Zyste habe oder was man da nicht alles haben kann, was zu Blutungen führt. Aber den Transfer, den habe ich mir quasi schon abgeschminkt. Ja, ich bin jetzt mal gespannt, was da morgen bei rumkommt, wenn ich hinfahre. Ob sie mir dann irgendwelche anderen Infos geben kann. Aber ja, ich bin halt da sehr realistisch und ich möchte halt auch wirklich keine Eizellen aufs Spiel setzen. Ich möchte lieber, dass alles rundherum perfekt läuft, sodass der Transfer dann auch ja, unter den besten Bedingungen stattfinden kann. Also warten wir mal ab bis morgen. Heute Morgen hatte ich noch keine Blutung gehabt, aber halt, wie gesagt, eigentlich so gut wie das ganze Wochenende. Und es war halt auch einfach nicht wenig. Das ist das, was mir halt so Sorgen bereitet. Hätte ich nur so mal so ein bisschen was am Klopapier gehabt, egal, sage ich jetzt mal, ne? Aber es war schon sehr, sehr viel und das kann einfach nicht. Wo soll das denn herkommen, wenn nicht aus der Gebärmutter? Naja, gut, warten wir mal bis morgen ab. Ich melde mich dann. Auf ein neues zum Ultraschall. Hallihallo, ihr Lieben. Ich war in der Kinderwunschklinik zum Ultraschall und ja, es hat sich einfach bestätigt, was ich sowieso schon wusste. Durch die Blutungen ist die Schleimhaut soweit abgebaut und es sah auch allgemein alles nicht so sehr optimal aus, sodass wir den Transfer abgesagt haben. Ich jetzt noch 8 Tage die Zyklogest weiternehmen muss, damit mein Zyklus nicht komplett durcheinander gerät. Dann alles absetze, dann wieder meine Tage bekomme und dann darf ich endlich mit einem anderen Medikament starten. Meine Ärztin war tatsächlich nicht da. Eigentlich sollte ich zu ihr zum Ultraschall, aber ich vermute, dass sie privat irgendwas Wichtiges hatte oder vielleicht war sie auch selber krank. Also, dass ich zu einer Kollegin von ihr gegangen bin. Das ist die gleiche Kollegin gewesen, die auch meinen Transfer letztes Mal durchgeführt hat. Und das ist so eine ganz, 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 ganz liebe. Also, ich liebe die Frau wirklich. Die ist immer so positiv und so einfühlsam. Und man kann 10-mal nachfragen und die wirkt einfach auch nie genervt. Die hat immer gute Laune. Die ist einfach klasse, die Frau. Und die hat den Ultraschall gemacht und sie sagt, ja, es bringt aber ja auch nichts. Also wenn das mit dem Progynova halt einfach nicht funktioniert, dann müssen wir umsteigen. Und sie wollte dann auch mit meiner Ärztin sprechen und hat sich beim Ultraschall dann aber auch nochmal alles ganz explizit angeguckt. Und sie sagte, also ich hätte auf jeden Fall einen empfindlichen. Nee, wie sagte sie? Ich habe auf jeden Fall einen empfindlichen Muttermund. Da wird es wohl auch irgendwie ein bisschen bluten. Es wäre aber nicht weiter tragisch. Wer klingelt da? Aber die anderen Blutungen kämen halt aus der Gebärmutter. Und ja, daher hätte das jetzt keinen Sinn gemacht, wenn wir den Transfer ganz normal hätten stattfinden lassen. Das wäre halt. Das hätte nicht funktioniert, quasi. Genau. Ja, und alles Weitere. Ich kriege jetzt dann die Tage irgendwann Post aus der Klinik und die neuen Medikamente bzw. die Rezepte für die neuen Medikamente und dann ja, dann ist das nächsten Monat ein neuer Start mit neuen Medikamenten und ja, ich berichte, wenn es was Neues gibt. Macht's gut.